Gerade wurde die Obermatt Top 10 Liste für Portugal veröffentlicht. Ich mag Portugal. Erstens einmal habe ich eine Aktie vor 3 Jahren gekauft, die wirklich gut läuft. Jerónimo Martins. Zweitens wohnt mein Bruder in Portugal. Er ist im Immobilien- und Hotelgeschäft. Natürlich gehe ich jedes Jahr meinen Bruder besuchen, denn die Strände von Portugal sind wunderschön. Und was ich dabei sehe, über die letzten 15 bis 20 Jahre, ist, dass Portugal jedes Jahr ein bisschen schöner wird. Ein weiterer guter Grund für Portugal. Und drittens habe ich letztes Jahr eine Analyse gemacht. Und ich habe analysiert, wie viel Geld man im portugiesischen Aktienmarkt über die letzten 20 Jahre verdient hatte, wenn man jedes Jahr den gleichen Betrag investiert. Und es war deutlich mehr als in der Schweiz. 3 gute Gründe, die Obermatt Top 10 Liste für Portugal genauer anzuschauen. Zuoberst steht eine Ölfirma, Galp, mit ausgezeichneten Obermatt-Rängen. Nun wissen Sie, dass ich selber ein bisschen kritisch bin, wenn es um Öl geht. Wegen dem Klimawandel. Ich mache mir dort Sorgen. Also habe ich zuerst einmal die Aktie gegoogelt und herausgefunden, dass die Royal Bank of Canada die Aktie wärmstens empfiehlt. Schon mal ein guter Grund. Ich gehe also zur Webseite und schaue mir das Unternehmen genauer an. Und ganz dominant in der Mitte steht ein Preis, den sie gewonnen haben von Dow Jones, weil sie eine der nachhaltigsten Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index sind. Wirklich ein guter Grund. Und ich frage mich, wie man so einen Preis gewinnt. Ich gehe also auf ihre Seite, wo die Nachhaltigkeit detailliert beschrieben ist. Und ich sehe dort, dass Galp entschieden hat, zwischen 5% und 15% der Kapitalausgaben jedes Jahr in erneuerbare Energien zu investieren. Und ich stehe hier vor dem Wasserkraftwerk in Zürich. Ein Kraftwerk, das mit erneuerbaren Energien arbeitet. Und ich glaube daran. Denn nur erneuerbare Energien kann man ewig brauchen. Gute Obermatt-Ränge, einen Preis für Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien sind für mich Grund genug, die Aktie zu kaufen. Ich kaufe also Galp, das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.